Das war ein sehr ungünstiges Ende für dieses Gespräch, weil ich gerade noch getrunken habe. Kurz einen Moment. So, sorry. So. Komm. Gut. Ich dachte ehrlich gesagt, dass mir Arx noch ein bisschen was erzählt, aber nein. Aber für die drei Alpkommander müsste es reichen. Obwohl, nee, der ist stark bewacht, aber meint mir. Aber die beiden anderen kann ich machen. Aber nicht jetzt. Denn wir sind hier noch nicht fertig. Das wird, glaube ich, eher so ein bisschen so eine Farming-Aufnahme. Es tut mir sehr leid. Aber das muss leider auch manchmal sein. Da komm. Damit werden die Beißerchen auch erledigt. Das waren doch, glaube ich, sogar die Pestratten, die uns am Anfang Schwierigkeiten bereitet haben, ne? Weltenherz. Das Haus da drüben. Jede Menge freie Gegend hier. Ach ja, wir haben noch genug zu plündern hier. Ich glaube, das ist genau das Ding, was uns ein bisschen so fehlt als Outlaw. Entweder habe ich es nicht gerafft oder wir haben irgendwo einen Queststrang im Dings verpasst, im Vor. Ach Gottchen, ist ja gut, komm her. Da liegt die Kerikerin. Was man als Outlaw alles mit ihr machen könnte, wenn sie noch am Leben wäre. Hust, hust. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass das manchen Outlaws auch egal ist. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Also ich weiß, dass meine Sonnenbrille nicht auf, Ray. Aber bist du dir das sicher? Ich frage mich, ob Herbert aus dem Orbit wirklich im Orbit liegt.
ob die Kleriker so eine Art Raumstation haben, aber ich denke nicht. Schieß mich um, das wird 7382 sein. Geht doch. Gott, für das bisschen. Wow. Hinterlasse eine Nachricht. Warte mal, ist es wieder so eine Fredbar hier? Wo bist du? Wir haben alles nach dir abgesucht. Ein toller Anführer, der mitten in der Nacht verschwindet. Falls du nicht zurückkehrst, wir sind zurück in die Stadt aufgebrochen. Hä? War das... Ach, das war von den Klerikern. Es tut uns leid. Diese Entscheidung war nicht leicht. Wenn ihr diese Nachricht abhört, sind wir schon lange unterwegs. Kalan ist die bessere Lösung, auch wenn ihr das anders seht. Geht in den Süden, wenn ihr glaubt, dort sicher zu sein. Folgt uns, wenn ihr eine Zukunft wollt. Wir haben den Untergang überlebt. Doch das hier ist kein Leben, wenn wir Angst haben müssen, von Gesetzlosen überfallen zu werden. Lebt wohl. Wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, dass Audiologs so ein bisschen so Mini-Podcasts aus dieser Welt sind. Teilweise ist es einfach nur Nachrichten, natürlich, klar. Aber teilweise sind es auch einfach nur Berichterstattungen. Da unten sind zwei Kritter, das ist leichte Beute. Interessant, ob man diese Flugzeuggeräusche hört, ohne die Flugzeuge tatsächlich zu sehen. Wo laufen die Kritter denn herum, um Gottes Willen? Aber das sieht auch noch an der Stelle aus, wo ich das Entwickler verstecken würde. Oder es wird. Naja. Das bisschen Giftkraut scheint zu schlimm nicht sein. Liebe Gärtner. Ah, hier ist noch was. Jetzt sind die beiden Kritter auch Gulasch. Mana-Trank, alte Münze, Ray. Alte Münze, fertig. Kraut, Mutantenkraut, Nordranke. Ich frage mich, warum das Ding Nordranke heißt, obwohl es auch im Süden wächst. Bedummt. Ist das der Konverter oder sieht's aus, ne? Zu spät, Ray, ist ausverkauft. Das tut mir schon fast leid, aber nur fast. Ach, das sind die Palisaden vom verfallenen Konverter. Vom verfallenen Konverter. Gottes Willen. Aussprache. Da geht die Wurzel durch. Interessant.
Ich habe noch nie eine Drohne gesehen. Das Biest kaufe ich mir. Auch interessant. Da drüben sind drei Skeks, mit denen wollen wir es nicht zu tun haben. Die sind definitiv zu stark für uns. Aber das bringt mich zurück auf den Konverter, beziehungsweise auf die Palisaden. Bist du? Schwerfälliger Wühler. Ja, Ray. Nicht übel, nicht übel. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Stimme ich dir zu. Das ist definitiv eine gute Idee, nicht zu lange hier zu bleiben. Ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen der Gegend erkunden. Welcher Konverter ist es genau? Doch, das ist der verfallene Konverter von Edan. Stimmt schon. Entweder habe ich gerade wieder Gedächtnislücken und ich habe die Gegend hier wieder vergessen. Oder wir haben dieses Hinterland vom Konverter auch noch nie richtig untersucht. Obwohl ich meine, dass ich mich an die Stelle hier erinnern kann mit der verfallenen Brücke. Die Kampfmaschine da unten ist leider auch etwas stärker, mit der können wir uns auch nicht anlegen. Oh fuck. Schießt dann wirklich auf uns, ich krieg's nicht gebacken. Also wenn wir hier schon mal waren, dann muss es ziemlich am Ende gewesen sein. Oder zumindest als wir schon stark genug waren, es auch mit Rippern aufzunehmen, weil dann wären wir hier nur so kurz, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass das Gebiet hier gefährlich ist. Wobei wir als Berserker relativ früh so stark waren, dass das nicht mehr so gefährlich war, weil wir relativ früh das Gift hatten, ne? Und mit dem Gift kam auch der Dauerstunlock. Ah, da fehlt noch einiges auf 14, wir brauchen 20. Fehlen uns irgendwelche essentiellen Quests vom Anfang, die wir eventuell nachholen können. Die Berserker-Standard-Quests haben wir alle gemacht. Die Erbesser-Standard-Quests haben wir auch alle gemacht. Die Tavar-Quests auch. Also die Vorquests auch. Wir haben den Leuchtturm mit Check abgeschlossen. Was fehlt denn noch? Die Festung der Kleriker haben wir noch nicht gemacht. Die Basisquests in Ignodon selbst auch nicht, außer die für Leben. Aber Ignodon ist halt auch ein raues Pflaster. Lager der Mitte ist zu früh. Konverter befreien ist zu früh.
Tavar-Biom. Die Kuppelsammlung ist zu früh. Big Bang ist zu früh. Verlassenes Teil der Verdammten ist zu früh. Fischerinsel ist zu früh. Alte Fabrik ist zu früh. See der Berserker ist zu früh. Obwohl. Wir könnten uns das Schwert holen, das ist eine Idee. Von hier Richtung Südosten. Wir müssen nur aufpassen, dass wir dem Slugbeast ausweichen. Weil ich glaube, das ist schon gespawnt. Ich habe gerade keine Zeit. Gut. Dem Slugbeast aus. Gemeinsam packen wir das. Könnte funktionieren, wenn Ray tankt. Oder dass wir hängen bleibt, nehme ich auch. Viele Pfeile. Sechs Krallen, sieben Zähne, 50 Elixit. Das Biest kaufe ich mir. Frage ist, waren das da gerade eben Banditen oder Berserker? Berserker, okay. Ich habe gerade keine Zeit. Das ist okay. Okay. Hier könnte man verweilen, wenn wir Zeit hätten. Ja, das mit der Zeit ist so ein Ding hier in dieser Welt. Breitschwert, okay. Das ist auch wieder ein Ding, wenn wir hier schon jemals waren, dann erinnere ich mich nicht mehr dran. Was kann denn das Breitschwert verglichen mit unserem aktuellen Schwert? Nichts. Die Keule bräuchte mir mehr Stärke. Das ist generell etwas, wo ich nächstes Mal beim Level Up mehr Punkte investieren möchte. Hier war nur auch selten. Ne? Aber auch aus Gründen. Ich helfe dir.
Das ist auch das, was ich schade finde, aber es ist ja fair, weil es halt balancing-technisch total überpowered wäre.